Ja, ich denke, Heimatverein ist immer was Besonderes hier zu spielen. Und das auch in der zweiten Liga. Das macht natürlich Spaß mit den Jungs. Man kennt sich, man kennt das Umfeld, Familie wohnt dort. Und deswegen ist es keine schwere Entscheidung, daheim zu bleiben. Ja, ich glaube, fangen wir mit dem Negativen an. Ich glaube, meine Verletzung im Kreuzbandriss vor 2 Jahren. Was aber gleichzeitig, glaube ich, das Positive dann wieder ist, weil danach bin ich ziemlich stark wieder zurückgekommen in dem Jahr. Und vielleicht hat mir das ja Auszeit gut getan. Natürlich der Aufstieg, klar. Mit Freiburg, mit dem Bruder nach Kassel war das. Das war natürlich ja, für uns die ganze Truppe. War, glaube ich, 16 Eingewechselte drin in der Oberligamannschaft. Das ist natürlich super für den Verein. Ja, natürlich mit ihm zu spielen. Ne? Also wo wir in Freiburg Oberliga gespielt haben, das hat natürlich schon richtig Spaß gemacht, mit ihm zu spielen. Da waren wir auch in einer Reihe. Aber ja, als Spieler in Kaufbeuren, er fühlt sich wohl dort und das ist schön für ihn. Ich bin mir selber nicht sicher, wie das passieren konnte, also wie die 2 Saisons jetzt zustande kamen. Ich glaube, ich habe einfach hart gearbeitet an dem Knie und das hat alles super mit dem Physio und mit den Reha alles funktioniert. Ich glaube, ohne harte Arbeit kommt man nicht so zurück. Natürlich muss man auch hier erwähnen, mit den Mitspielern, mit jetzt auch Tobi Kunz, Nico Linsenmeier und Alex Brückmann haben wir natürlich auch 3 Eigengewächse, wo mit mir spielen. Wir kennen uns schon ewig und das macht natürlich auch eine spezielle Chemie dann nochmal aus in der Reihe und macht natürlich umso mehr Spaß. Na, es wird natürlich schwierig. Ich glaube, Bad Tölz ist jetzt unser Gegner, das steht jetzt fest. Es wird sehr schwer. Wir haben jetzt eine Woche Zeit, wenn die Pre-Playoffs sind, uns vorzubereiten. Und ja, es wird ein harter Kampf. Ja, erstmal müssen wir hinten gut stehen. Wir müssen schauen, dass wir so wenig Tore wie möglich bekommen. Und ja, vorne halt die Dinger dann reinmachen. Einfaches Eishockey spielen. Und von der Strafbank wegbleiben und dann werden wir die Serie gewinnen. Naja, im Sommer ein bisschen, ja, mit dem Bruder ein bisschen schmeißen, aber nichts in der Mannschaft oder so, da bin ich auch, glaube ich, zu klein dafür. Ja, ich bin öfter mal mit den Jungs unterwegs, Kino oder so, aber auch im Sommer spiele ich gern Tennis mit meinem Bruder. Es macht sehr viel Spaß und ja. Ja, den habe ich irgendwann mal aufgeschnappt. Ja, muss jeden Tag hart arbeiten. Ne? Das ist schon irgendwo das Motto von mir. Ja. Sonst das passt auch irgendwie zum Kreuzbandriss. Und das habe ich damals da gefunden zu der Zeit und ich glaube, das hat mir dann auch ein bisschen geholfen. Ja. Ich bin natürlich froh, dass die uns immer unterstützen, auch in der schwierigen Saison dieses Jahr. Das ist, glaube ich, nicht so verlaufen, wie wir uns das alle erhofft haben. Ist jetzt leider ein Schritt zurück zu letztem Jahr, aber trotzdem brauchen wir die Unterstützung. Vor allem jetzt in den Playdowns, dass wir in der Liga bleiben. Und ich hoffe, dass alle zahlreich bei uns in Freiburg erscheinen.